Hey Leute und seid herzlich willkommen zu einer Runde Battles. Heute schon wieder auf Gommel. Wir spielen auf der Map Rummel und mit dabei ist heute der Arnold Taker. If I was the sinner, would you be the preacher? Would you be my... Jo Leute, auch hallo von meiner Seite aus. Jo, und zwar möchten wir heute über ein ganz wichtiges Thema reden, was mich eigentlich nicht recht betrifft, aber es ist mir trotzdem aufgefallen. Und dadurch, dass ich auf dem Gebiet von Twitch sehr, sehr aktiv bin, sehe ich es auch als sehr wichtig, mal über dieses Thema zu reden. Und der Undertaker ist heute mit dabei, weil er direkt von diesem Thema auch betroffen ist. Genau. Und zwar geht es um das Thema Spendenbetrüger oder Spendenzurückzieher auf Twitch. Es gibt ja einige Leute, die schon wieder darüber gemacht haben, wie zum Beispiel Beats hat da mal drüber gesprochen oder auch Crafting Pad gestern, genau. Und ja, ich kann auf jeden Fall sagen, Leute, ich würde auch sagen, schaut euch vielleicht das Video von Pat zuerst mal an, weil er hat auf jeden Fall sehr, sehr ausführlich erklärt in seinem Video, um was es dann wirklich geht. Und ich finde es wirklich wichtig, dass man das einfach weiß, wenn man einen Streamer irgendwas gespendet bekommt, dass man nicht einfach sagen kann, jo, ich habe jetzt Geld und jetzt kann ich das ausgeben. Das ist mega wichtig, weil wie gesagt, die machen das so, die spenden einen mega hohen Betrag. Und einen Tag später ziehen sie dann das zurück und geben den Grund an, jo, mein Account wurde gehackt oder so. Und dann musst du das ihnen wieder zurückzahlen. Und wenn ihr das Geld schon ausgegeben habt, dann kommt ihr sozusagen ins Minus. Also könnt ihr da nur Verlust machen. Also am besten macht einfach gar nichts mit diesem Geld. Wartet einfach ab. Es ist ein Power bei uns. Oh, was? Aber ich töte ihn gerade. Okay. Nee, doch nicht. Toll, jetzt ist er tot. Ja. Ja, und das ist mir dann auch wichtig, also der Arnold Taker ist dann eben direkt betroffen davon, weil wir sagen jetzt keinen Namen, ja, aber bei ihm wurden halt einfach über 1300 Franken gespendet und nicht einmal 24 Stunden später wurde alles wieder zurückgezogen. Und das ist einfach nur, ich sag mal, man kann sich dann definieren, es ist einfach eine richtige dumme Aktion, eine richtige Scheiße sowas zu machen, weil am Ende kriegt einfach derjenige Aufmerksamkeit oder derjenige, der das halt gespendet bekommt, der freut sich halt erstmal extrem darüber, aber man muss dann immer zuerst genau überlegen, ja, kann das wirklich sein, ist das wirklich reales Geld, darf ich das jetzt einfach so annehmen oder muss ich da auf Nummer sicher gehen? Es ist einfach so, über PayPal, wo halt sehr oder so gut wie immer halt gespendet wird auf Twitch, kann man das Geld bis zu 6 Monate nach Einzahlung halt wieder zurückziehen und deshalb sollte man einfach diese 6 Monate warten, bis man das Geld erst ausgibt, weil danach kann das Geld nur noch mit Gerichtsbeschluss zurückgezahlt werden, so viel ich weiß. Genau. Und ja, das ist natürlich wichtig, dass man da halt Bescheid weiß und falls man irgendwie bei einem Streamer sieht, ja, da wird viel gespendet, man sollte immer so ein bisschen im Hintergrund den Gedanken haben, ja, ist das wirklich reales Geld, gehört dem Spender das Geld auch wirklich, benutzt er seinen eigenen Account, hat er den nicht gehackt oder irgendwie ist er nicht von seiner Mutter oder so und die Mutter weiß nichts davon und möchte das Geld dann halt wieder haben, ja. Okay. Ist dann immer ein bisschen schwierig und eben, es gibt da einige Fälle, es gab Fälle, oh, übrigens ist ein Gelb bei uns, es gibt Fälle bei, oh, er hat unser Bett. Oh shit. Lol, tot. es gab zum Beispiel bei SK halt mal einen Fall, wo einfach 25.000 zurückgezogen wurden, so viel ich weiß. Boah, sein Pickester kennt mich sogar. Und jetzt gibt es dann auch Fälle wie bei The Beats hat es einen gegeben, bei Crafting Pad hat es sowas gegeben. Und ja, man muss echt immer sehr, sehr vorsichtig sein. Ich habe auch mit, oder wir haben gestern beide mit Pat Gis so ein bisschen geschrieben auf Twitter. Und er hat auch gemeint, ja, wir sollen echt aufpassen. Und ich kann es auch einfach nur so weitergeben. Pass einfach auf, sonst kommt es echt schlimm raus am Ende. Ja. So respektiert doch jetzt einfach mal. Okay, nice. Ich habe auch mit ein paar anderen Leuten drüber geredet, über dieses Thema und eben die haben auch gemeint, ja, bei anderen Streamern, wie zum Beispiel bei GomRD, wenn der streamt, kann man zum Beispiel auch spenden bei ihm und wenn man halt spendet, dann kann man in eine Party eingeladen werden. Und jetzt müsst ihr euch einfach mal vorstellen, wenn ihr spendet Gomme 5 Euro, dann lädt ihr euch in eine Party ein und dann nach dem Stream zieht ihr das Geld wieder zurück und denkt nach so, jo, nice, ich war jetzt bei Gomme in der Party. So einfach geht das halt, oder? Und einfach auch,
Das geht dann ähnlich. Ja, es gibt ganz viele Beispiele. Ich kann jetzt nicht tausende aufzählen, aber das ist eben zum Beispiel. Man spendet Geld, kommt dafür in eine Party und dann nach der Party zieht man das Geld wieder zurück. Dann ist man gratis in eine Party gekommen in dem Sinn. Natürlich gibt es auch PayPal-Gebühren und so weiter. Das sind ungefähr 37 Cent, die man pro Spende muss bezahlen halt einfach. Aber genau, ich meine, dieses Geld ist den Leuten ja in dem Sinn am Ende wert. Und das ist einfach echt. Ich finde das einfach nur scheiße, dass man damit wirklich nur aufmerksam geilen möchte. Aufmerksam. Ja, ist so. Und genau, die Leute, die jetzt wissen, die beim Stream dabei waren, schreibt jetzt nicht den Namen von der gewissen Person in den Chat, weil genau, also in die Kommentare, weil genau so bekommt er wieder die Aufmerksamkeit, die er sucht. Also lasst das genau, einfach. Ja. Das Ganze genau deshalb nennen wir jetzt auch keine Namen, weil genau dann bekommen die Leute das, was sie erreichen wollen, nämlich Aufmerksamkeit. Und genau. Ja, wir sind auf jeden Fall da dagegen. Man könnte natürlich Leute, die viel spenden und dann Spenden auch wieder zurückziehen, theoretisch halt auch anklagen, das ist schon möglich. Wir aber jetzt sagen, ist in, wenn es noch nicht über 1000 Euro sind, nicht unbedingt notwendig. Ja, genau. Wenn man jetzt nicht unbedingt hier um die 1000, mehrere tausend im Minus ist, dann deswegen. Ja. Aber einfach, was wir euch mitgeben möchten, oder einfach allgemein, falls ihr bei einem anderen Streamer seht, dass da 1000 Euro oder sowas gespendet wird, und dann müsst ihr euch einfach fast hundertprozentig sicher sein, dass sowas zurückgezogen wird. Ja. Weil es gibt Leute, die spenden einfach immer wieder, dafür immer so 5 Euro, einfach 5 Euro ab und zu. Und das kann man dann schon denken, dass das richtige Scan ist. Aber wenn einfach so 1000 Euro auf einmal gespendet wird, dann wird das meistens zurückgezogen und so. Da muss man echt nicht denken, dass das Geld echt ist am Ende. Also echtes Geld ist es natürlich, ne? Aber ja, man darf nicht einfach sagen, es ist jetzt mein Geld, wenn es mir gespendet wurde. So darf man das nicht sehen. Ja, du lebst noch, ne? Ja. Die Runde kann noch gut, dann würde ich mal sagen, auf jeden Fall, anstatt ja nur noch umzufliegen oder so. Schaut bei Arnold Taker vorbei, wenn ihr noch wissen wollt, wie die Runde endet. Genau. Ist in der Beschreibung. Und ja, ich würde einfach sagen, wir sehen uns dann am Mittwoch um 18 Uhr beim nächsten Video wieder oder sonst am Freitag um 18.30 Uhr beim nächsten Stream. Bis dann, Leute. Peace out. Ciao, Leute.